Ah, die Wagemutigen unter uns, die stellen sich da auf diese Sprungschanze und dann stürzen sich mit einem, ja im besten Fall mit einem Paraglider-Schirm hier den Berg runter. Ich hoffe nicht ohne. Ja, und wenn sie das machen, dann haben sie hier einen herrlichen Blick über das beschauliche Bodenwerder hier mitten an der Weser im Weserbergland. Und hier hinten haben wir einen herrlichen Blick bis weit in den Teutoburger Wald. Ja, ich war mal wieder unterwegs, diesmal spätabendlich und diesmal wieder zusammen mit meinem Kumpel Olaf. Und wir genießen hier den Blick von der Königszinne bis weit hinten zum Atomkraftwerk Grohnde. Ja, wenn ihr sehen wollt, wie unsere herrliche Wanderung vorbei am Männerkloster bei Buchhagen war und dann weiter hier hoch zur Königszinne, ja, dann müsst ihr dranbleiben. Wir sind jetzt hier schon in Buchhagen angekommen und laut Wegweiser 2,6 Kilometer hoch zur Königszinne mit dem phänomenalen Blick hier Richtung Bodenwerder. Aber vorher geht es erstmal zum deutschen orthodoxen Dreifaltigkeitskloster hier bei Buchhagen. Und das liegt ja hier oben im Wald. Dort leben 6 Mönche zurückgezogen in Gebet. Und ja, man kann da sogar hier an dem Pilgerweg Rehburg-Loccum übernachten. Aber nur Männer. Das muss man wissen. Ja, und wir wollen da mal jetzt uns schnell dran vorbeischleichen und dann weiter Richtung Königszinne. Ja, ein christliches Symbol hier am Wegesrand. Eindeutig hier das Dreifaltigkeitskloster oben oberhalb von Buchhagen ist erreicht. Hier der Hinweis, dass es ja Privatbesitz ist, dass die Mönche hier in Abgeschiedenheit und im Gebet leben. Ja, und wenn die morgens wach werden, dann haben sie hier einen herrlichen Blick auf unsere kleinen Berge hier im Weserbergland. Hinten dadurch, das ist der Id, der da noch durchschimmert. Hier unten, da im Tal, da haben wir Linse liegen. Und da hinten, da kommt man dann hoch. Ja, kann man von hinten quasi zum Bismarckturm wandern, der ja oberhalb von Bodenwerder liegt. Habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht. Der Bismarckturm bei Bodenwerder habe ich euch hier oben mal verlinkt. Ja, aber hier, schöner Blick hier auf die gelben Rapsfelder. Dahinter dann, da liegt Halle, hier zwischen der Bergkuppe durch. Ja, und das hier müsste noch ein Ausläufer hier vom Vogler sein. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, aber da unten auf jeden Fall Linse. Und Olaf ist schwer vertieft hier beim Dreifaltigkeitskloster. Ja, es soll auch ja sehr, sehr schön anzusehen sein. Dafür müsste man aber hineingehen. Und das gebührt jetzt nicht. Man kann hier noch die kleinen Türmchen sehen da oben. Ja, man denkt, das Kloster ist hier schon seit mehreren Jahrhunderten. Dabei ist es erst Mitte der 80er Jahre entstanden. Die drei Gründermönche haben zuvor in West-Berlin gelebt und haben dann sich zum Ziel gesetzt, hier eine orthodoxe Dreifaltigkeitskirche zu gründen und haben lange Zeit nach einem passenden Grundstück gesucht. Und dieses dann hier oberhalb von ja, Buchhagen dann letztendlich gefunden und dann fast in Eigenregie hier aufgebaut. Ja, sehr zugewachsen, sehr abgeschieden, so wie es auch im Internet nachzulesen ist. Also das Dreifaltigkeitskloster haben wir hinter uns gelassen und jetzt sind Olaf und ich auf strammem Weg hier hoch Richtung Vogler. Die Tour hier heute etwas über 5 Kilometer lang und Höhenunterschied von ja über 250 Metern, die wir hier hinter uns bringen müssen. Und wir sind ja gerade mal hier am Anfang. Das heißt, ja, noch ein ordentlicher Marsch vor uns hier hoch in den Vogler. Ja, das Dreifaltigkeitskloster hier nochmal ja, von oben. Wir haben jetzt hier den Vogler schon einigermaßen bestiegen
Und hier nochmal der herrliche Blick, diesmal schon fast ein perfekter Blick auf den Eid. Da oben sieht man eine Hochspannungsleitung, rechts daneben, da sind dann auch, ist auch die Aussichtsklippe mit dem Namen Hammerslust. Ja, auch ein beliebtes Wander- und Kletterziel da oben am Eid. Aber 2,7 Kilometer wollen geschafft sein und für uns beide geht es jetzt hier weiter hoch in den dichten Vogler. Ja, ich bin mal gespannt. Also höhenmetermäßig 60, 70 Meter müssten wir eigentlich schon geschafft haben. Also Höhenmeter. Ja. Und die Sonne schreitet unaufhörlich dem Sonnenuntergang entgegen. Und den wollen wir ja an der Königszinne gebührend feiern. Deswegen machen wir jetzt ein bisschen Gas. Ja, ihr kennt es von meinen Videos hier aus dem Vogler. Ich war ja schon beim Ebersnackenturm und auch beim Bodoturm. Der Vogler, ein herrlicher Gebirgszug hier in der Solling-Vogler-Region, aber in den letzten Jahren stark in Mitleidenschaft gezogen, denn ein großer Teil des Voglers war Fichtenbestand und die haben natürlich wirklich bei der anhaltenden Trockenheit der letzten Jahre ganz schön gelitten. Und hier haben wir auch so einen Bereich, einer der ersten Bereiche, der hier den, ja, das große Fichtensterben über sich ergehen lassen musste. Und jetzt hat man das Gefühl, hier wird alles so ein bisschen sich selbst überlassen. Ein paar Setzlinge hier, aber im Großen und Ganzen ohne Struktur, sehr wild. Ja, das lässt hoffen, dass man hier vielleicht irgendwann dann auch sagt, das hier wird ein schöner Naturwald. Ja, sehr schön. Hier auch viele kleine Buchen, die so langsam über die Jahre wachsen. Sehr schön anzusehen. Ja, schauen wir mal, wie es hier in 10 oder 20 Jahren aussieht. Übrigens vom Ebersnackenturm habe ich auch schon mal ein schönes Video gemacht. Da war ich auch zusammen mit Olaf oben. Aber ja, da waren es ungefähr 30 Grad kälter. Da hat man nämlich minus 20 Grad. Und da lag sehr viel Schnee oben auf dem Vogler. Ja, sehr schönes Video habe ich euch hier oben mal verlinkt. Und ihr merkt es an meiner Schnappatmung. Es geht hier richtig steil hoch. Aber das Problem mit den Aussichtstürmen ist ja immer, dass sie oben auf dem Berg liegen. Und bei der Königszinne ist es nicht anders. Ja, einem Pilgerweg wirklich angemessen hier. Eine Tortur hier hoch zu wandern, wirklich anstrengend. Aber immer eine schöne Ausschilderung hier. Überall der Hinweis auf den Pilgerweg Loccum Folgenroder. Sehr, sehr schön. Ja, hier geht es jetzt weiter auf unbestimmten Wegen. Und ja, für alle, die auch mal von Buchhagen vorbei am Kloster die Königszinne erobern wollen, für die habe ich hier unten nochmal einen Link gesetzt zu verschiedenen Wanderkarten, falls ihr mal nachwandern wollt. Also wie gesagt, unten in der Beschreibung. Ja, aber der Olaf, der macht richtig Gas. Er ist schon wieder verschwunden. Ja, mittlerweile sind wir hier wirklich weit fortgeschritten. Die Königszinne ist in greifbarer Nähe, aber hier vor Erreichen unseres Ziels hier ein alter verlassener Steinbruch, den sich die Natur auch schon wieder zurückgeholt hat. Wirklich sehr schön anzusehen. Hier direkt an dem Weg oder beziehungsweise der Weg führt hier direkt um den Steinbruch rum. Ja, echt mystisch und spannend. Wenn da jetzt noch eine Höhle wäre, dann wüsste ich, da wohnt der Räuber Hotzenplotz. Aber so höchstens ein Steinbock, Schneeeule. Ein Grizzly. Ja, so. Wenn ich mit Olaf unterwegs bin, fallen mir immer die besten Sachen ein. Und ihr wisst gar nicht, was ich da so alles aus den Videos immer rausschneiden muss, was wirklich nicht hier, ja, jugendtauglich ist. Aber gut. Wie aus dem Nichts hier. Plötzlich steht sie vor einem, die Königszinne
1864 hier zur Erinnerung an die an das 50-jährige Jubiläum der Völkerschlacht zu Leipzig errichtet. Also hier keine alte Wehranlage, sondern ein Gedenken an diese Völkerschlacht. Und natürlich hier oben ein wahnsinniger Blick über das Wesertal. Aber das sehen wir gleich. Wollen wir mal gleich hochgehen und den Ausblick hier genießen. Ist das denn? Schwindelfrei ist er und ja, schwerst begeistert, aber ich auch. Ach, gucken wir mal runter. Herrlich. Bodenwerder liegt mir zu Füßen und ja, was der Unterschied hier zum Bismarckturm ist, das ist folgender. Vom Bismarckturm, der ist hier ein bisschen weiter im Norden gelegen, hat man einen weiten Blick entlang hier der Weser, wie sie ja fast so rüber geht bei Nordrhein-Westfalen, bei Höxter, unser herrliches Niedersachsen verlässt. Ja, aber hier von der Königssinne, da haben wir einen schönen Blick Richtung Westen, die ersten Ausläufer des Teutoburger Waldes. Und wir haben hier, und das kann der Bismarckturm nicht bieten, einen Blick auf die Kühltürme vom Atomkraftwerk Rhône. Yippie, muss ich sagen. Herrlich. Da hätte ich jetzt gar nicht mitgerechnet. Na, da werde ich gleich richtig rührselig. Ja, hier der Blick Richtung Westen, Richtung untergehender Sonne. Und ich hatte ja rechts neben dem Atomkraftwerk angefangen. Da haben wir den herrlichen Deister und ja seine langgezogene, markante Form. Da hinten konnte man noch ein bisschen den Fernmeldeturm von Basinghausen erkennen. Das Wahrzeichen da oben im Deister. Dort gibt es viele, viele tolle Ausflugsmöglichkeiten. Zum Beispiel eine Wanderung zur alten Taufe, dem Opferstein da in der Nähe des Nordmannsturms. Habe ich euch hier oben mal verlinkt. Ja, und vom Atomkraftwerk, ja, linksseitig, da haben wir den herrlichen mystischen Süntel, der auch unheimlich viel Historisches zu bieten hat. So zum Beispiel den Hohen Stein mit seinen alten germanischen, ja, Kultstätten, so kann man es nennen. Dort oben soll auch die Süntelschlacht stattgefunden haben. Dort lässt sich viel, ja, unserer Vorfahren entdecken. Auch da war ich schon mal unterwegs, sogar mit Olaf zusammen. Die Süntelklippen der Hohenstein habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht. Wie gesagt, mit Olaf hier oben für euch mal verlinkt. Ja, und dann hier Richtung links rüber die Ausläufer des Teutoburger Waldes schon zu erahnen. Ja, herrlich, aber ich glaube, noch herrlicher ist es, sich die Königssinne mal von oben anzuschauen. Ja, und das machen wir jetzt. Königssinne liegt im nördlichen Bereich des Voglers, direkt oberhalb von Bodenwerder, nahe des Werderbergs, in einer Höhe von 255 Metern. Die 1863 erbaute Festungsanlage kann von verschiedenen Richtungen bewandert werden. Sowohl von Bodenwerder als auch von Buchhagen, aber auch über den Kamm des Voglers führen viele Wanderwege direkt bis zum herrlichen Aussichtsturm. Der Turm wurde zum 50-jährigen Jubiläum der Völkerschlacht bei Leipzig, die 1813 stattgefunden hat, errichtet. Die Völkerschlacht bei Leipzig war die Entscheidungsschlacht der Befreiungskriege. Hier kämpften die Truppen der Verbündeten, im Wesentlichen Russland, Preußen, Österreich und Schweden, gegen die Truppen Napoleon Bonapartes. Heute ist die Königssinne
eins der beliebtesten Ausflugsziele im Vogler, bietet sie doch einen herrlichen Blick über Bodenwerder, das Weserbergland und die weiten Gebirgszüge des Teutoburger Waldes. Steht hier drauf. Im Internet liest man 1863. Ja, ich habe 1864 draus gemacht. Völlig egal. 50-jähriges Bestehen der Völkerschlacht zu Leipzig. Und für dieses Jubiläum wurde hier die Königssinne erbaut. Ja, herrliche Impressionen auch von oben. Ihr habt es gesehen. Und ja, ein wirklich tolles Ausflugsziel hier oberhalb von Bodenwerder. Ja, hier nochmal die Königssinne wirklich von innen unten aus betrachtet. Da oben habe ich gerade gestanden und den Weitblick genossen. Ja, und von hier stürzen sich die Paragleiter dann runter ins Tal und schweben dann weit über Bodenwerder hinweg. Ja, da hinten ist der Köterberg. Den konnte ich jetzt hier, wenn ich so ein bisschen um die Ecke luke, noch mal sehen. Ja, herrlich. Schön. Und hier drüben, von den Bäumen bedeckt, da ist der Bismarckturm, man hat es gerade auf dem Video gesehen, der Bismarckturm, der dann den weiten Fernblick in Richtung Süden präsentiert, während wir hier den Weitblick Richtung Westen haben. Schön. Von unten führt hier direkt von Bodenwerder auch ein schöner Wanderweg hoch. Das ist so ein schlängeliger Weg hier direkt hoch zur Königssinne. Wesentlich kürzer als von Buchhagen. Dafür aber müssen die Höhenmeter auf kürzerer Distanz zurückgelegt werden. Also von daher doch schon anstrengender. Da unten ist die Jugendherberge. Und wenn die besucht ist, dann hat man hier ja oft als Ausflugsziel spätabends die Königssinne. Ja, Olaf und ich, wir genießen jetzt hier nochmal den schönen Ausblick. Und was wir da jetzt machen, standesgemäß bei so einem herrlichen Sonnenuntergang hier oben an der Königssinne, ja, das seht ihr jetzt. Oh, ja, jetzt kommt der große Moment. Jetzt stellen wir euch mal hier den Scotty vor. Und Olaf ist auch schon genauso gespannt wie ich, ob das Ding dann auch so funktioniert oder das hält, was es verspricht. Ja, Olaf, was ist es? Erzähl. Outdoor-Grill. Outdoor-Grill. Easy, Gasgrill. Wir haben was zu essen mit. Und das ist der ganze Grill. So, und da wollen wir mal gucken, dass wir hier nicht die ganze Königssinne abfackeln. Deswegen machen wir das hier. Ja, von der Sprungschanze der Paraglider. Hier ist eine schöne, ja, ebene Fläche. Und da wollen wir mal gucken. Ja, ideal. Wie viel wiegt da? Sag's mir nochmal. 3 Kilo. 3 Kilo, also wie gesagt, ein Leichtgewicht unter den Grills und dann auch noch ein Gasgrill. Wie gesagt, wenn man dann fertig ist mit Grillen, packt man einfach zusammen und kann dann quasi alles wieder hinten in den Rucksack verstauen. Ja, und wir haben beide heute gefastet, als wir da am Buchhagener Kloster vorbeigegangen sind. Noch kein Abendbrot gegessen, sondern ja, wie ihr sehen könnt, die Sonne hat sich hinter den Wolken versteckt. Ja, und wir wollen jetzt mal zusehen, dass wir uns die ein oder andere Wurst gönnen. So, ja, wir haben jetzt hier ja den Scotty aufgebaut, insgesamt 9 Teile, die hier fachmännisch ineinander gefügt werden. Ja, da, das ist die, das Gasrohr. Ja, und zack, fertig ist er. Fehlt noch der Rost. Ja, das Einrasten. Denn der sichert den Grill, dass er nicht auseinanderfällt. Fertig. Der ist an. Ah, ihr hört das Rauschen? Ja, herrlich. Jetzt kann man sehen, der Grill ist angeworfen. Nichts mit Holzkohle, wo man dann noch einen halben Tag warten muss, dass die Holzkohle hier abgekühlt ist. 10 Minuten nach dem Grillvorgang kann man diesen Scotty-Grill wieder wegpacken. Eine LKW-Plane ist dabei, ist deswegen da, wenn man das irgendwo ja unterwegs auf so einem Picknicktisch stellt, dass man den nicht vollsaut mit tropfendem Öl oder so. Aber ansonsten darunter kann nichts ja in Flammen aufgehen. Von unten total kalt, kann man immer drunter fassen. Kein offenes Feuer. Der Grill wird heiß. Jetzt warten wir noch einen kurzen Moment und dann packen wir mal die eine oder andere Wurst drauf. Ja, es hat sich hinten im Westen ein bisschen zugezogen. Ihr seht, die Sonne geht unter,
aber von Wolken verdeckt. Das ist aber gar nicht schlimm, dass da hinten beim Süntel die Wolken aufziehen, denn wir hier oben, Olaf und ich, wir haben jetzt hier unseren Gasgrill angeworfen und die gute Bratwurst vom Schlachter Bartels aus Eberholzen hier entwickelt sich langsam in die richtige Richtung. Ja, herrlich. Also ich muss sagen, ich bin ein großer Freund von Gasgrills, habe zu Hause auch einen. Man schmeißt das Ding an, kann sofort mit Grillen loslegen und hat dann nicht die lange Wartezeit hier wie beim Holzkohlegrill. Ne, da muss man erst warten, bis die Kohle ihre richtige Glut hat. Das Holzkohlegrillen hat sich mir nie erschlossen. Ja, aber beim Gasgrill weiß ich, ich schmeiße es an, Temperatur da und dann geht es los. Und wenn man fertig ist, wenn die Würste dann verspeist sind, dann lässt man das Ding 10 Minuten auskühlen und zack, packt es wieder in die Plane und dann verstaut man es wieder im Rucksack. Ja, wirklich für unterwegs eine tolle Sache. Und ja, ich will mal gucken, wenn das Ergebnis gleich so ist, wie ich es glaube, denn die Bratwurst von Bartels aus Eberholzen ist wirklich gut, dann wird mein Gepäck demnächst um 3 Kilo schwerer sein. Ne, und dann werden das immer hier spätabendliche Wanderungen mit Grill-Happy End. Ne, denn frühmorgens, meine frühmorgendlichen Wanderungen, da grillt man noch nicht. Aber bei den spätabendlichen, da kann ich mir das gut vorstellen. Ah, Scotty hat uns nicht im Stich gelassen. Das perfekte Bratvergnügen hier. Die guten Bratwürste von Bartels sind fertig. Ja, fehlt jetzt nur noch so ein Glockenschlag unten im Tal hier bei Bodenwerder. Da müsste die Kirchenglocke noch zum Gebet rufen, dann wäre das der perfekte Zeitpunkt. Aber egal, auch ohne Kirchenglocke lassen wir uns jetzt die herrlichen Würste hier schmecken. Und schaut euch es euch an, was für ein Ausblick für eine Bratwurst. Schön. Mhm. Mhm. Heiß ist sie, guck mal. Herrlich. Ja, hier, die 4 Würste sind verspeist. Ja, hat alles super geklappt. Und Olaf und ich, wir sind in unserer Beziehung modern. Wir haben Aufgabenteilung. Er macht jetzt den Abwasch und packt hier wieder alles zusammen. So gefällt mir das, während ich hier nochmal den herrlichen Blick hier über das langsam im Dunkel verschwindende Bodenwerder schweifen lasse. Die Lichter gehen an. Ja, und wir müssen jetzt noch zurück durch den dunklen Wald. Den Rückweg, da gehen wir einen etwas anderen Weg hier rings um diese Bergkuppe. Ja, mal schauen, ob wir den dann hier im Dunkeln überhaupt noch finden. Und ich hoffe, wir haben hier nicht die Schakale angelockt mit unserem leckeren Essen hier. Wir werden sehen. Die Kamera wird auf jeden Fall laufen. Königssinne erreicht, Würstchen gegrillt und jetzt kommt noch der große lange Abstieg wieder zurück zum Herrenkloster bei Buchhagen. Und da wollen wir uns schnell in Stimmung bringen, damit uns die Mönche dort nicht was Böses tun. Ja, ich sag Prost. War schön. Frische. Oh. Ja, wie sage ich immer, absolut Corona-tötend, diese Dinger. Da geht aber auch alles im Rachenraum kaputt. Nicht nur die Coronaviren. Er braucht noch eine kleine Einweisung, wie man Whisky trinkt. Jedenfalls nicht auf Ex. Ich habe noch was da. Er kann noch mal üben. Okay. Aber dann wird der Rückweg, geschmeidig. Ja, und umso leichter. Man schwebt quasi durch den Wald dann. Wenn heute Lichterfest wäre, dann würde jetzt da unten das Höhenfeuerwerk losgehen, da unten an der Weser. Und dann hätten wir hier natürlich einen perfekten Ausblick. Aber ja, jetzt im Mai noch kein Lichterfest. Und ob das dieses Jahr überhaupt stattfindet, werden wir sehen. Ja, wir trinken aus und dann geht's zurück. Hm? Ah, mittlerweile wirklich dunkel geworden hier. Die Sonne ist da hinten am Süntel untergegangen. Ja, und so langsam taucht Bodenwerder hier in der Dunkelheit ein. Hier oben
Da ist die Sprungschanze der Paraglider. Dahinter ist die Königshinne. Ja, und Olaf und ich, wir gehen jetzt hier durch den dichten Wald, ja, um die Bergkuppe rum, wieder zurück Richtung Dreifaltigkeitskloster. Ja, und selbst wenn wir uns jetzt hier in der Dunkelheit verlaufen sollten, wir sind dick und rund, satt gefuttert mit den Würsten. Also wir können hier selbst eine Nacht auch noch locker überleben. Ja, das war mein schönes abendliches Wandervideo hier von der Königshinne bei Bodenwerder. Herrlich anzusehen, ein tolles Ausflugsziel hier im Weserbergland. Ja, schaut mal auf meinem Kanal, da findet ihr viele weitere tolle Wanderinspirationen, sei es im Weserbergland, sei es im Leinebergland oder da drüben beim Deister im Kahlenberger Bergland. Ja, wenn euch dieses Video von Olaf und mir gefallen hat, dann ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar und vielleicht lässt der eine oder andere von euch ja mal ein Abo da. Da springe ich förmlich in die Höhe vor Freude. Ja, wir gehen jetzt hier wieder zurück. Wie gesagt, schleichen uns am Herrenkloster vorbei. Ja, ich sage tschüss, euer Sprödi. Und zum Abschluss hier nochmal ein paar tolle Impressionen von der Königshinne. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.